Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge One Piece Treasure Cruise Global Version. Und ja, der Stream war ja mal mega geil von vom Freitag, der Monster Jumper Stream. Also wer den nicht mitbekommen hat, das war einfach nur so ein Fail-Stream, der war einfach durch und durch Fail die ganze Zeit. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal auf die Test of Skill Veteraneninsel und chillen uns da mal ein bisschen durch und gucken mal, wie wir das da so hinbekommen. Also ja, der war einfach nichts gestern leer. Der war nichts gestern leer, der Stream. nee, nicht weil da irgendwas war, sondern einfach weil ich halt wirklich so wenig Glück hatte. Das war echt schon krank, Alter. Wie wenig Glück ich hatte. Wie wenig Glück ich hatte. Ich habe bei zwei Rare Recruits, einen habe ich auf diesem normalen Account hier gemacht, das zeige ich auch gleich, wie ich da bekommen habe. Und einen habe ich auf der japanischen Version gemacht und beides nur richtig Schrott bekommen. Also das ist echt heftig. Ich glaube, so wenig Glück hatte ich noch nie in One Piece Treasure Cruise. In einem Stream. Das ist echt heftig, ey. Oh, genial war das. Ja, aber wie gesagt, ich nehme das jetzt gerade vor dem Samstag-Stream auf. Also vor die extra Insel hier, die wir gerade machen für den Stream. Und ja, ich hoffe, da kommen ein paar mehr Leute, weil gestern sind ein paar wenig Leute da gewesen wegen dem, war noch der andere, also war noch ein Englischer gestreamt habt. Und einer der größten englischen One Piece Treasure Cruise Streamer. Und deshalb war das da relativ leer, der Chat. Aber naja, ich würde ja sagen, wir kriegen heute ein paar mehr Leute da im Chat und dann läuft das, würde ich sagen. Den läuft der. Und wie gesagt, die sind hier eigentlich relativ simpel, beide. Da auf der Veteranenversion braucht man da gar keine Angst haben. Die nächste ist dann schon etwas schwieriger, die Elite-Version. Da muss man aber auch eigentlich nur relativ viel Glück haben. Von den und halt ein bisschen Skill mit den Stallen, aber dann geht das eigentlich. Dann geht's eigentlich. So. Also wie gesagt, die Sound Effects habe ich auch immer noch aus. Wegen dem Lag. Also ich wollte Lag vermeiden bei Monster Chopper, weil ich mit G3 gekämpft habe. Und hier den netten Kerl haben wir bekommen. Nice, ja. Dann können wir wenigstens das Buch für ihn benutzen. Wo bist du? Da ist das Buch. Und die ganzen Useless-Leute. Das waren schon vier. Ja. Vielleicht bekommt der sogar ein Spezial-Level-Up-Hust. Ich bezweifle es, ja. Level up, level up, level up, level up. Okay, weiter geht's. 15 kein Special up. Könnte man sich schon denken irgendwie. Und wir gehen auf die nächste Insel. Auf Little Garden gehen wir nämlich drauf. Und Mr. 5 und Miss Valentine. Und mal gucken, wie das da läuft, ja? Ja, also heute ist Sonntag und naja, da, wie gesagt, sonntags gehe ich eigentlich immer auf den Flohmarkt und und da einfach mal rumgucken wegen alten Spielen, beziehungsweise ja, irgendwas Lustiges, was man da findet. Weil da finden sich ja viele Sachen auf dem Flohmarkt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Viele Sachen, womit du denn auch gar nicht, wo du denn auch gar nicht denkst, dass die
dass man die da rausstellen sollte. Vor allem, dass man dafür die Standgebühren bezahlt oder sowas. Dann reden wir von zum Beispiel, was habe ich letztens gesehen? Irgendwie ein paar alte Socken. Wie auch immer da jemand darauf gekommen ist, die zu machen. Aber naja, muss jeder selber wissen, was er da machen will, ne? Also das war echt random, ey. Da dachte ich mir auch nur so, okay. Mach du mal deine, stell du da mal deine Socken aus. Beinstärke. Eine andere Attack nur. Was eigentlich ein bisschen random ist, dass der Stärke bindet, aber okay. Das ist eigentlich automatisches Stallen ein bisschen. Weil du gar keine andere Chance hast, als die Runden zu warten. Also wenn dein Team nicht den in der kurzen Zeit vorbeikriegt. Also töten kann. Ach, die in ihre First Strikes, Alter. So. Den Toad und den. Bei dem Lobster können wir jetzt noch ein bisschen stallen. Ich will nur nicht, dass er nochmal angreift, weil der macht irgendwie 3000 Schaden oder so. Deshalb greifen wir ihn schon ein bisschen mehr an. So, und jetzt musst du leider sterben. Jetzt haben wir die Runde. Sollte auch eigentlich relativ simpel werden hier. Ich bezweifle, dass die irgendwie zwei Angriffe loswerden, geschweige denn ein. Ihr habt 6 von 7. Wir haben fast alle Skills ready für den Endfight. Also wir brauchen nicht wirklich viel für den Fight hier. Also mal gucken, wie das da wird. Ich weiß, dass das halt Mr. 5 und die mit dem Limonenschirm sind. Und ich weiß, dass der mich das letzte Mal getötet hat. Dieser First Strike schon wieder. Das hat mich mega aufgeregt. So, Golden Pawn Usopp, los. Morgen brauche ich noch nicht. Fangen wir erstmal mit Mr. 5 an. Wir fangen erstmal mit ihrchen an, weil wir genug Grüne haben. Dann fahren wir den roten an bei ihr. Gehen dann zu lila, zu gelb, zu grün und grün. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Und dann machen wir genau dasselbe wieder. Rot, lila, gelb, grün und grün. Dann sollten wir die eigentlich down haben, bevor die angreifen kann. Was natürlich auch sehr nice ist. So, okay. Dann können wir die noch einmal einen Zug verzögern. Durch die Mr. 3 Fähigkeit. Und das, aber das wird dann auch schon der Partner ist. Also dann überziehe ich ein bisschen, aber das geht noch. Also nicht so schlimm, dass ich da jetzt irgendwie zwei Parts rausmachen müsste.
Ja, das sieht doch gut aus. Ditte sieht hier doch gut aus. Zack. Zack. Na, ja, das ist ein bisschen kacke. Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage jetzt Ashura Zoro macht. Zu einer roten Unit, naja, nicht viel. Hätte man sich aber auch schon irgendwie denken können. Bam, da ist er weg. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Noch ein Titel, ein neuer Freund. Und ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Mit One Piece Red Goose, japanischer Version. Ich bin Yannissi und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Yannissi und ich wünsche euch einen schönen Tag.